Luca. Ja, Laura, wo steckst du? Ja, in Pauli am Stadion. In Pauli am Stadion, immer dieses Fußball, Fußball. Hast vergessen, wir haben jetzt gleich einen Termin bei Professor Bär. Komm mal ran jetzt. Ey, sorry, ich bin unterwegs, okay? Tut mir leid. Sorry. Fußball ist natürlich immer noch wichtig, aber es gibt noch ein, zwei Sachen, die ein bisschen wichtiger sind. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Luca an der Uni Hamburg und treffe mich mit Frau Professor Bär. Die kann nämlich in Sachen Klima in die Zukunft schauen. Den Schal ziehst du aber schon raus. Genau, ich würde sagen, du sprichst jetzt mit Frau Professor Bär und ich treffe mich mit Herrn Dr. Müller vom Max-Planck-Institut. Die beiden arbeiten nämlich zusammen an dem Forschungsprojekt. Alles klar, ich muss hier lang? Ich glaube da lang. Frau Professor Bär, können Sie tatsächlich die Zukunft berechnen? Und wenn ja, die wichtigste Frage, die ich mir stelle, wann gewinnt Pauli endlich die Champions League? Wann St. Pauli die Champions League gewinnt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir arbeiten daran, das Klima in den nächsten 2 bis 8 Monaten vorhersagen zu können. Und wie genau berechnen Sie das? Wir verwenden dazu ein Klimamodell, das besteht aus physikalischen Gleichungen. Und dieses Klimamodell füttern wir zusätzlich mit Beobachtungen aus dem Ozean und der Atmosphäre. Und woher genau wissen Sie, dass Ihre Berechnungen dann richtig sind? Ob die Vorhersagen korrekt sind, wissen wir dadurch, dass wir sogenannte nachträgliche Vorhersagen machen. Und dafür machen wir mit dem heutigen Wissensstand, also mit unserem heutigen Klimamodell, Vorhersagen in der Vergangenheit. Das heißt, wir wählen uns einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, zum Beispiel 1979, und machen für diesen Zeitpunkt eine Vorhersage, die nur auf Daten beruht, die tatsächlich uns 1979 zu dem Anfangszeitpunkt auch vorgelegen hätten. Und diese vergleichen wir dann mit den Messungen, die uns für einen späteren Zeitpunkt in 1979 zum Beispiel auch vorgelegen haben. 78, 79, zweite Bundesliga Nord, Aufstieg knapp verpasst. Aber ist jetzt egal mit Fußball. Gucken wir mal, was der Luca gerade macht. Der ist ja noch im Max-Planck-Institut und trifft sich da mit Dr. Wolfgang Müller. Herr Dr. Müller, Laura war ja gerade bei Ihrer Kollegin Frau Professor Bär. Wie genau funktioniert denn die Zusammenarbeit Ihrer beiden Arbeitsgruppen und was genau ist Ihre Aufgabe dabei? Zunächst entwickeln wir hier im Max-Planck-Institut das Klimamodell, das wir dann später für die Vorhersagen verwenden. Das Klimamodell selber muss ja auch erst getestet werden. Wenn wir das für gut befinden, also wenn es gewisse Kriterien erfüllt, dann gehen wir rüber zu Johanna Bär, die pflegt dann die Daten ein und wir können die Verifikationen durchführen. Was würden Sie sagen, warum ist es gerade wichtig, dass Ozeanographen und Meteorologen zusammenarbeiten? Könnte man nicht auch einfach getrennt voneinander forschen? Na, grundsätzlich ist es so, dass die Atmosphäre die Informationen relativ schnell verliert. Es benötigt also Reservoirs, die ein längeres Gedächtnis haben, wie zum Beispiel Ozean oder Land. Und gerade da ist es sehr sinnvoll, dass man auf jemanden zugreifen kann, der diese Grundlagen beherrscht, wie in dem Falle Johanna Bär. Dann ist natürlich wichtig, wie die Information vom Ozean in die Atmosphäre und weiter transportiert wird. Da können wir dann auf die Grundlagen der Meteorologie zurückgreifen. Ich kann mir vorstellen, dass das immense Datenmengen sind, die Sie verarbeiten müssen. Aber wie genau machen Sie das denn? Genau, also das sind ja nicht nur immense Datenmengen, sondern auch wir benötigen die ganze Recherinfrastruktur vom Deutschen Klimarechenzentrum. Das sind natürlich große Infrastrukturen und dementsprechend laut ist das dort. Aber diese Infrastrukturen sind notwendig, um diese immensen Rechnungen durchzuführen und vor allem die Daten abzuspeichern. Es ist affenlaut und super heiß. Und man kann förmlich spüren, wie die Datenmengen hier auf Hochtouren verarbeitet werden. Zurück zu dir, Laura. Frau Professor Bär, wie weit können Sie nun wirklich die Zukunft voraussagen? Wir sprechen hier über Vorhersagen für die nächste Jahreszeit. Das sind andere Vorhersagen, als wenn wir Wettervorhersagen machen würden oder Klimaprojektionen. Wettervorhersagen mit einer Vorhersage für den nächsten Tag kann man gut vergleichen mit einer Vorhersage des kommenden Spiels in der Bundesliga am Wochenende. Unsere Vorhersagen zu den Jahreszeiten kann man am ehesten damit vergleichen, wer könnte deutscher Meister werden in der nächsten Spielzeit. Und die Klimaprojektion kann man am ehesten damit vergleichen, wer vielleicht in 50 oder 100 Jahren die Champions League gewinnt. Das heißt, dass Sie das auf jeden Fall nicht ausschließen können, dass Pauli in den nächsten 50 Jahren die Champions League auch mal gewinnen wird. Finde ich super. Vielen Dank für das Gespräch. Hey Luca. Hi. Heute haben wir erfahren, dass es verdammt wichtig ist, Klimaprognosen zu erstellen, auch schon für die nächsten 2 bis 8 Monate. Aus dem einfachen Grund, dass man dann Klimaextreme voraussagen kann, reagieren und eventuell auch Menschenleben retten kann.
Ich persönlich fand das Rechenzentrum am stärksten, weil wenn ich da an meinen alten Mac denke, also die Rechenleistung von der alten Kiste ist wirklich begrenzt. Aber ich fand es auch schön zu beobachten, wie die zwei verschiedenen Forschergruppen erfolgreich zusammenarbeiten. Man hat wirklich gemerkt, es geht um die Sache. Was verdammt wichtig ist, denn wie wir ja auch erfahren haben, ist es so, dass die Informationen des Klimas in der Atmosphäre gar nicht so lange gespeichert werden wie im Ozean. Und wenn ihr das Thema genauso interessant findet wie wir, dann liked doch unseren Channel DFG bewegt. Und wenn ihr dieses Video gerade bei YouTube gesehen habt und irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt die doch einfach hier unten in die Kommentarbox rein. Und ich würde sagen, wir sind raus. Macht's gut!